Sie finden keinen Trainer, der das nicht als Nachteil empfindet, dass das während des Spiels ein Stimmungsboykott ist. Denn wir gerade in Momenten, wo es vielleicht ein bisschen schwer ist, war, glaube ich, schon im Heimspiel gegen Stuttgart. Also es zieht sich jetzt ja schon sehr lange. Im Heimspiel gegen Stuttgart war es schon so. Da wünschst du dir natürlich eine Stimmung gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die keine Verletzungssorgen hatte, die in überragender Form war. Natürlich wünscht sich jeder einzelne Spieler, jeder von uns eine Stimmung, die einfach elektrisch ist von der ersten Minute, dass wir gepusht und gepusht werden und sofort reinkommen. Wenn es dann Gründe gibt für diesen Boykott, dann ist das so, aber ich sehe die Kritik nicht an unseren Fans. Sie werden keinen einzigen Spieler und keinen einzigen Trainer finden, der sich nicht von der ersten bis zur letzten Minute die Unterstützung wünscht und die entsprechende Heimatmosphäre wünscht. Aber klar ist auch, dass wir dafür verantwortlich sind, die Stimmung dann auch drin zu lassen. Wir hatten herausragend gute Stimmung zum Beispiel im Supercup-Spiel. Das war außergewöhnlich gut hier im Endspiel und haben es dann nicht geschafft, die Stimmung aufs Spiel zu bringen. So, wir haben keine Verantwortlichkeiten geschaffen, dass die Fans dafür daran schuld sind, dass wir im Moment C-Fußball spielen. Und wir haben auch schon ein absolutes Topspiel gemacht, während unsere Fans boykottiert haben. Aber generell bleibt meine Aussage gültig. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir wissen, in ein Stadion kommen und vor allem in einer schwierigen Phase ins Stadion kommen, dann spielt der Gegner auch erstmal gegen unser Publikum an. Und das ist im Moment nicht der Fall, weil es halt einfach die Situation so ist, wie sie ist.